Viele Menschen mit chronischen Schmerzen fühlen sich nicht verstanden und sind im Teufelskreis ihrer Schmerzen gefangen. Einen neuen, hoffnungsvollen Weg für Betroffene zeigen moderne, revolutionäre Erkenntnisse über den Schmerz. Heutzutage steht der Mensch als Ganzes im Mittelpunkt und weniger der rein körperliche Schmerz. Chronische Schmerzen können gelindert werden und müssen keine dauerhafte Erkrankung bleiben. Zuerst sollten natürlich schwerwiegende Erkrankungen ausgeschlossen werden, aber dann ist es Zeit, den Fokus zu wechseln und sich informieren zu lassen und zu versuchen, den Schmerz objektiv zu betrachten. Denn es gibt eine Verbindung zwischen dem Gehirn, ihrem Denken und dem Schmerz. Eine Zeitleiste kann helfen, den emotionalen Einfluss vor, während und nach dem ersten Auftreten des Schmerzes zu verstehen. Denn Depression und Belastung verhindern oft die Besserung von körperlichen Schmerzen und lassen sie chronisch werden. Viele Schmerzpatienten fühlen sich isoliert. Am Leben teilzunehmen und dem Alltag wieder Sinn zu geben, ist oft der erste Schritt zur Linderung der Schmerzen. Auch ein geregelter Tagesablauf hat einen großen Einfluss auf die Genesung. Ausreichend Schlaf, nur kurze Ruhepausen und regelmäßige körperliche Aktivitäten sorgen schon nach recht kurzer Zeit für Besserung. Sie können Ihren Tagesrhythmus verändern und dadurch Ihre körperliche Belastbarkeit und Vitalität verbessern, was wiederum den Schmerz verringert. Zu guter Letzt sollten Sie auf eine regelmäßige, ausgewogene und vollwertige Ernährung achten. Denn eine gesunde Darmflora kann Entzündungen im Körper und damit Schmerzen bekämpfen. Dies sind nicht die Ideen von ein paar verschrobenen New Age-Hippies, nein. Diese modernen Erkenntnisse haben die Behandlung des chronischen Schmerzes revolutioniert. Denn die Schmerztherapie beginnt mit dem Wissen über die Entstehung der chronischen Schmerzen und die Möglichkeiten, sie zu bekämpfen. Was Sie also hier über Schmerzen erfahren haben, kann in der Zukunft chronische Schmerzen verhindern. Ist das nicht eine Belohnung, für die sich der Weg lohnt?